Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind keine christliche Partei. Wir sind eine deutsche Partei, die bemüht ist, deutsche Interessen wahrzunehmen. Das sagte Alexander Gauland in Christ und Welt 2016. Und recht hatte er, die AfD ist wahrhaftig keine christliche Partei. Angesichts dieser richtigen Feststellung ist die Dreistigkeit, ausgerechnet heute, gezielt kurz vor Weihnachten, einen Bundesbeauftragten zur Bekämpfung der Christenfeindlichkeit zu beantragen, die maximal mögliche Verhöhnung und Verspottung von Musliminnen und Muslimen, Jüdinnen und Juden in diesem Land. Und nicht nur das, sie ist auch noch eine Verspottung aller Christinnen und Christen, die sie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren versuchen und auf deren Rücken sie anschlussfähig in der Verzweiflung mangelnder Unterstützung zu versuchen sind. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur dies sagt Herr Gauland. 2019 wies er auch noch darauf hin, im ARD-Sommer-Interview, dass die AfD dagegen wäre, dass die Kirchen, und nach meinem Verständnis haben ja Kirchen etwas mit Christentum normalerweise zu tun, dass die Kirchen sich in die Politik einmischen und politische Antworten geben. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, wieso mischen Sie sich denn in religiöse Fragen ein und behaupten, christliche Antworten geben zu können? Ich sehe da eine gewisse Inkonsistenz. Aber wir sind kurz vor Weihnachten. Wir sind geprägt auch von christlichen wie humanistischen Werten. Und einer ist die Feindes- und Nächstesliebe. Und im Sinne dieser Feindesliebe möchte ich auch der AfD meine Wertschätzung ausdrücken. Meine Wertschätzung für ihre Transparenz und Durchschaubarkeit. Denn die Motive ihrer Anträge sind maximal durchschaubar. Sie interessieren sich genau dann für Terror, wenn sich damit Stimmung machen lässt gegen Islam und Muslime. Sie interessieren sich genau dann und nur dann für die Rechte von Frauen, wenn sich damit Stimmung machen lässt gegen Musliminnen und Muslime. Sie interessieren sich genau dann für Antisemitismus, wenn dies zur Stimmungsmache gegen Geflüchtete und Musliminnen und Muslime geeignet ist. Und nicht nur das, sie steigern das Ganze auch noch, wenn es antisemitische Vorfälle und Muster in ihren eigenen Reihen gibt, schweigen sie, aber sie stellen Anträge zur Bekämpfung des Antisemitismus. Wenn in ihren eigenen Reihen gegen Bischöfe, gegen Repräsentanten der Kirche gewettert wird, kein Wort, aber sie stellen Anträge zur Bekämpfung von Christenfeindlichkeit. Und auch das wunderbar passend heute in Ihren Anträgen vorgeführt, Sie klagen an, dass dieses Land zu leiden hätte unter Hunderttausenden von Geflüchteten. Und dann paktieren Sie mit Assad, stellen ihn als ein Wahrer von Menschenrechten und Religionsfreiheit dar, wobei Assad einer der Hauptgründe ist, warum Hunderttausende von Syrerinnen und Syrern sich auf die Flucht begeben haben. Um es kurz zu sagen, Sie paktieren mit Fluchtursachen und Fluchtursachenbekämpfung ist AfD-Bekämpfung. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir wollen ja über christliche Botschaften reden und da möchte ich doch an ein paar Widersprüche in diesem Moment erinnern. Die christliche Botschaft spricht von Nächsten- und Feindesliebe. Ich erwähnte das. Was Sie praktizieren, ist Hass und Missgunst. Ergo, die AfD ist eine christenfeindliche, antichristliche Partei. Das Christentum, Bergpredigt und andere, verbreitet Toleranz. Sie stehen für Intoleranz. Die AfD ist eine antichristliche Partei. Das Christentum, lehnen Sie lieber mal die Bergpredigt, ich würde es Ihnen empfehlen, sagt unter anderem, warum siehst du den Splitter nur im Auge deines Bruders, aber nicht den Balken in deinem eigenen? In Ihren Augen sind 500 Balken und ich würde Ihnen dringend raten, erst mal die Balken zu sehen und nicht immer die Splitter bei den anderen zu suchen. Und auch das ist eine christliche Botschaft. Sie haben aber leider ja sich nie mit dem Christentum ernsthaft auseinandergesetzt. Das ist Ihr Problem. Christentum bedeutet heutzutage erst recht Anerkennung von Religionsfreiheit. Was Sie tun, ist Missachtung von Religionsfreiheit.
Christentum steht für Milde und Gelassenheit. Sie stehen, und Frau Vorstorch, Sie haben es eben wieder vorgeführt, für Hysterie, Dauergeaufgeregtheit und Hetze. Die AfD ist eine christenfeindliche und antichristliche Partei. Und das Christentum steht für Empathie, steht dafür, mit den Schwachen und Verfolgten zu stehen, sie zu unterstützen. Sie leben davon, immer neue Schwache und Verfolgte und Arme auszuweisen und Schwache und Schwächere gegeneinander auszuspielen. Die AfD ist eine antichristliche, christenfeindliche Partei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Als Weihnachtsgeschenk selbstverständlich. Sehr geehrter Herr Lindt, Herr Präsident, danke, dass Sie meine Frage zulassen. Ich merke gerade, wie ich Puls bekomme. Ich liebe Jesus Christus und ich würde behaupten, dass ich ein liebender Christ bin. Ich bin aber kein Mitglied mehr der Kirche. Das mal dazu. Aber ich bin ein Christ, ein liebender Christ, so wie meine ganze Familie. Herr Lindt, erste Frage, lieben Sie Jesus Christus? Die zweite Frage ist, wollen Sie ernsthaft bestreiten, dass der ideologisch geprägte Islamismus die Christen als Feinde beschreibt und auch bekämpfen möchte? Wollen Sie das hier allen Ernstes in diesem Raum sagen? Wollen Sie allen Ernstes behaupten, dass in Afrika Christen getötet werden? Nigeria ist wieder ein Beispiel. Wollen Sie das hier ernsthaft bezweifeln? Das ist meine Frage. Und eins sage ich Ihnen, wir sind ein christliches Abendland. Das sind unsere Werte, unsere Kultur, unser Glaube. Ich stehe dazu, Sie überhaupt nicht. Das stelle ich hier fest. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie Puls haben, zeigt, dass ich was richtig gemacht habe. Insofern werte ich das als Kompliment. Die Frage, habe ich das richtig verstanden, ob ich Jesus Christus liebe, ist eine sehr merkwürdige politische Frage. Die werde ich selbstverständlich hier nicht beantworten, weil das völlig irrelevant ist in diesem Parlament. Ich kann nur eins beantworten, denn bei mir bin ich immer unsicher, denn zum Glauben, aber Sie haben ja wenig mit Glauben zu tun und sehr viel mit Gottlosigkeit, gehört ja immer der Zweifel. Zweifel ist Ihnen fremd. Was ich aber nur sagen kann, in Ihrem praktischen Handeln beweisen Sie, dass Sie offensichtlich Jesus Christus nicht lieben. Das kann ich nur so wahrnehmen in der Beurteilung. Und zu Ihrer Logik, insofern ist das eigentlich immer wunderbar, weil die AfD die Kunst der unfreiwilligen Selbstentlarvung auf die Spitze getrieben hat. Sie weisen ja darauf hin, es gäbe islamistische Verfolgung von Christen und so weiter. Die gibt es. Oh ja, wurde auch schon alles hier ausgeführt. Sie weisen aber nie hin auf die Verfolgung von Uiguren und den Rohingya. Sie weisen nicht darauf hin, dass die Herren Gültekin, Özen, Abu El Hosna in Wien sich schützend vor ihre christlichen Brüder und Schwestern gestellt haben, was Sie, glaube ich, nie tun. Sie schleusen nur rechte Blogger hier in den Bundestag ein. Das ist Ihre Art von Mut, sprich Feigheit. Sie haben sich nie damit auseinandergesetzt, wie in Indonesien, in Frankreich, in Kenia, in Jordanien nachweislich viele muslimische Organisationen sich schützend vor ihre christlichen Gemeinden, ihre christlichen Schwestern und Brüdern gestellt haben. All das erzählen Sie nicht. Und auslassen ist auch eine Form des Lügens. Und da wir heute ja so christlich sind und ich Ihnen ja auch eine Einleitung, einen Einstieg ins Christentum gebe, Dekalog, 10 Gebote, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Was Sie machen permanent ist falsch Zeugnis reden, wider deines Nächsten. Wider deinen Herr Nächsten. Kollege. Sie haben die Lüge auf die Spitze getrieben. Sie sind Herr Kollege, per Definition eine antichristliche, Herr Kollege, unchristliche Partei. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist deutlich überschritten. Kommen Sie bitte zu Ende. Ich komme zum Schluss. Fassen wir es zusammen. Ihre Kernkompetenz ist mitnichten Christentum und Kirchen. Ihre Kernkompetenz ist Hass und Hetze. Lesen Sie bitte Ihren eigenen Antrag. Da warnen Sie auch unter anderem vor rechtsextremistisch motiviertem Hass gegen Christen. Herr Kollege, ich muss Sie bitten, jetzt Ihre Rede zu beenden. Schaffen Sie diesen Beauftragten an. Und zwar als Ersten hat er sich mit Ihnen selbst zu beschäftigen, denn Sie sind das größte Problem der Christenfeindlichkeit in diesem Land.